Hey everybody, Mikey G hier, Mike, und willkommen zurück zu Feier um Mitternacht. Freunde, wir sind im Sumpf. Schon wieder. Da wollte ich eigentlich nicht mehr hin, wenn ich ehrlich bin. Ich mag keine Sümpfe. Nicht wirklich. Ja, da oben, da liegen schon wieder ein paar Zombies rum oder Geisterlose, Leblose oder wie sie auch immer jetzt heißen in dem Game. Unsere Statuswerte sehen gut aus. Ja, wir haben eben den Sohn des Königspaares befreit und den haben wir eigentlich auch bei uns, aber der wird natürlich nicht angezeigt, weil er nicht mitkämpft. Aber wir haben ihn bei uns und der Vertraute der Königsfamilie oder Hofvisier, was auch immer das für ein Teil sein soll. Jedenfalls, der Kerl hat alle belogen und betrogen und jetzt sind wir wieder auf dem Weg zurück. Leider kann Dar sich nicht teleportieren, warum auch immer, deswegen müssen wir laufen. Und das machen wir jetzt auch. Und ich fürchte, jetzt sind alle Gegner wieder da, aber nicht schlimm. Die Augen machen wir platt, weil die geben schön Money. Obwohl, so viel war es jetzt auch wieder nicht, wenn wir ehrlich sind. Dam-di-dam-di-dam-dam. So, wirklich stark war der aber dafür wenigstens auch nicht. Und die Hysteriefähigkeit ist einfach Gold wert. Anders kann man es echt nicht sagen. So, Tarian, unser Panzer. Wunderbar. So läuft das, Freunde. Super. Und so müssen wir nicht mal MP für die anderen beiden ausgeben. Moment, eine Annika. Da, 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 da. So, bist du irgendwas? Nein? Aber du bist was. Na, dann komm her. Ein Geisterlose. Geisterlose. Ah. Okay, bam, versuchen wir ihn das zu machen. Ich meine, dass er nichts mehr machen kann oder so. Reiß an, go. Hysterisch wollen wir machen, so rum, jetzt. So, ich habe so das Gefühl, dass wir heute ein kleines bisschen mehr zaubern werden, Freunde. Kämpfen werden, so rum. So, schön draufhauen. Sehr schön, sehr schön. Die machen alle ordentlich Schaden, das gefällt mir. Feuersturm. Verbrenn ihn zu Asche. Oder so. Wunderbar. 50. Ja, aber immerhin steigen wir auf. Ich finde es ein klein wenig nervig, dass ich nicht weiß, wer später bei den Endkämpfen dabei sein wird. Ein klein wenig nervt mich das, aber auch wirklich nur ein klein wenig. So, wir werden jetzt öfters den Aerial-Zauber benutzen, weil der kostet nicht viel und heilt ordentlich. Super, okay, die anderen sehen noch gut aus. Mit Tarian machen wir sowieso nur normalen Schaden. Von daher, wunderbar. Noch mehr Zombies. Da oben rennen noch wieder Bäume rum. Ich mag die nicht. Die sind so überpowered mit ihren Moves, die sie haben. Ich probier mal einen Pulsarangriff. Einfach mal so. Weil ich's kann. So, weiter. Ah, wir bleiben im Feuersturm, glaube ich. Schön niederbrutzeln. Krossgebratener Zombie. Lecker. Ja. Nochmal das Ganze. So. Go, go, go. Verbrenn ihn. Yes. Disintegrated. Booyah. Und weiter geht's. Nein, den Baum will ich nicht. Gegen den Baum will ich nicht kämpfen. Weil mir der Move tierisch auf den Zeiger geht, den die drauf haben. Ah. Okay, ist das eine Annika? Nein, das ist nicht. Okay, schon vorbei. Schon vorbei. Und es sind zwei. Es wird ja immer besser. Okay. Wir machen aber dasselbe nochmal. Und diesmal hauen aber alle drauf. Drachenkranke, zerstör sie, Alan! Zerquetsch sie! Aua! Hör doch auf mit dem Mist! Das könnt ihr doch nicht bringen! Okay. Reflex. Und nochmal! Jetzt aber! Bye bye! Jetzt aber! Na, geht doch! Wenigstens ist einer weg. Weg vom Fenster. Jawohl! Jawohl, ja! So, super! Jetzt müssen wir hoffen, dass wir noch schnell Empire wieder aufbauen können, bevor das Auge uns angreift. Jawohl, da steigt auf. Ah, gut, das ging gerade nochmal gut. So, Kastanie für Tarian und eine Mistel für Alan. Wow. Was hatten wir gerade vorhin noch als Level? Ende-Begrenzungsding? Super, okay.
Wahnsinn, was der für eine Lernkurve hat, ey. Ich kann es immer wieder nur betonen, das ist unfassbar. So, weiter geht's. Nächster Kampf, komm her. Wir müssen ja eh durch. Ja, sehr schön, das gibt Kohle. Malice und Nyx und Drachenpranke. Ah, ich hätte Alan wirklich gern vorübergehend das Silver angezogen, zumindest für diesen Abschnitt hier jetzt. Dann könnten wir ohne zu zögern jedes Mal die Drachenpranke einsetzen, müssen gar nicht groß drüber nachdenken, dass wir ihm kurze Zeit später wieder eine Mistel geben müssen, nicht wahr, Freunde? Ja, ganz genau. Aber so geht's auch. Ein Florunkel haben wir bekommen. Ich glaube, ich schmeiße im nächsten Kampf mal eins. Das müssen wir mal ausprobieren. Kann man darüber? Interesting. Was war da drin? Zwei Riten. Ah, was wollte ich tun? Genau, ich wollte einfach wieder zurück. Sehr schön. So. Hier war nichts mehr, glaube ich. Nein, hier war nichts mehr. Gut, dann schreiten wir von dannen und vorwärts. Annika, meins. Hi. Okay, machen wir gerade so weiter wie bisher. Denn das schreit nämlich alles nach Erfolg, Freunde. Ich bin so froh, dass die Augen nicht so viel haben. Wow, ihr trefft gar nicht mehr. Wir sind viel zu stark für euch. Wie lässt sich nicht beirren? Ich glaube, es geht los. Selbe Leier nochmal. Kommt schon. Ihr habt doch nichts, uns entgegenzusetzen. Ins Gesicht, Freunde. Einfach nur ins Gesicht. Mit rein. Peng, voll in die Fresse. 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 Mit Peng rein. So. Sehr gut. Bam, bam, badaba. Und noch. Ach so, ich will doch einen Florunkel einsetzen. Da. Hatte nicht mal Chance, gerade meine Status weiter zu checken. Egal. So. Dasselbe in grün. Tarian, hau drauf. Und du schmeißt mal so einen Florunkelteil. Da oben. Jetzt der Florenz oder der Florenz? Oh mein Gott, ich glaube, wir werfen das da. Auf den da. So. Tu es. Wir sehen, wie das aussieht. Ins Gesicht. Und machen auch noch ein bisschen Schaden. Das ist doch gar nicht mal so schlecht, Freunde. Aber wir machen normal weiter. So. So gefällt mir das. Keine Chance mehr anzugreifen. Tarian, los. Jawoll. Super Runde, Freunde. Weiter geht's. Und wir haben quasi nicht mal was ausgegeben. So, da unten waren auch nichts mehr. Gut, weiter im Text. Weiter im Text. Wie sieht's hier aus? Einmal Heilung bitte da. Bitte da, 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 da. Und eine Mistel könntest du auch vertragen, mein Freund. Zack. Sehr gut. Frisch gestärkt geht es weiter. Warten. Und weg. Haha, reingelegt. Ich mag die Viecher nicht, ja. Euch mag ich aber schon, ganz besonders. Ich frage mich immer noch, wo er das Geld hinstopft. Gibt's da nicht. Guckt euch das an. Tarian nimmt keinerlei Schaden mehr. Dieser eine Punkt, ich bitte euch, Freunde. Wahnsinn. Tarian ist die absolute Panzerflotte hier jetzt gerade. Oh, bitte lass uns Tarian im Endkampf dabei haben. Bitte, bitte. Weiter geht's. Vollgas. Bye, bye. Hey, komm schon, Alan. Tarian, enttäusch mich nicht. Sehr gut. Wenigstens einen, auf den man sich verlassen kann. Sehr schön. Florenz. Ja, jetzt bist du dran. Denn wir brauchen euer Geld. So. 90, Mann, aber dass sie dann trotzdem, teilweise machen sie kaum Schaden, dann so relativ angebracht, normalen Schaden mit 20, 28 und dann so ein Monster-Hieb mit fast 100. Manchmal schon, Freunde. Aber gut. So, jetzt alles auf. Dann, wow. Das dafür, dass da kaum Schaden macht eigentlich, ist die kritische Trefferrate monstermäßig, wenn er trifft. Wahnsinn. Okay, jetzt sind wir. Ah, unterhalb von Anis. Oh nein. Oh nein. Wer steht denn da? Kanama, was machst du hier? Wolltest du nicht in Elder bleiben und das Dorf bewachen?
Ich habe gehört, dass Lisée von irgendwelchen Monstern angegriffen werden soll. Und da wollte ich nach dem Rechten sehen. Und habe alle anderen im Stich gelassen. Außerdem wollte ich deinen Hintern nochmal sehen. Schön zu sehen, dass du überhaupt kein Vertrauen zu mir hast. Warum sollte ich? Sie ist in uns reingegangen. Irgendwie erinnert mich das Verhalten dieser Frau an jemand. Buja! Auch Level 32, ich kann mich auch nicht dran erinnern, auf welchem Stand unsere gute Kanama war. Genau, erstmal checken, ob wir irgendwas für sie dabei haben. Freya kann sie anziehen. Bams! Und hier irgendwas Schönes vielleicht für dich dabei. Ich glaube, den Talisman ziehst du gleich an. Haben wir noch irgendwas anderes? Nope. Ha, Pandora. Sie ist eigentlich auch unser Haut drauf mehr. 196, 101. Es würde Dings abziehen. Ich weiß nicht. Ach, wisst ihr was? Wir pfeifen auf die knappen 20. Kraft. Sehr gut. So. Aber du wirst auch eine Kastanie bekommen. Oh Mann, jetzt haben wir kaum noch, nur noch 4 Kastanien. Es wäre keine gute Idee, zurückzugehen. Da kommen wir gar nicht her. Da redet kein Mist. Hier sind irgendwie Steckbriefe. Meine ist auch dabei. Lisa kommt immer näher. Ja, wir waren auch schon mal da. Da. Aber erstmal speichern wir. Denn ich glaube, gleich kommt wieder ein schöner kleiner Kampf. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Unsere Werte sehen top aus. Wunderbar. Na gut, Erlon könnte eine Arnika vertragen. Dann nehmen wir jetzt nicht extra Dars-Fähigkeit, wenn nicht alle betroffen sind. Du bist kein Gegner? Doch. Aber jetzt sind wir zu viert. Kann es sein, dass wir jetzt das allererste Mal eine volle Partie haben? Ich bin mir nicht sicher. Hatten wir schon mal... Oh Gott, wenn ja, ist es so lange her, dass ich es echt nicht mehr weiß, Freunde. Malice. Drauf und... Auf und. Ich überlege gerade, ob ich ihr vielleicht wieder die Armbänder geben soll, damit sie diesen einen Angriff auf alle ausführen kann. Da gibt's doch einen. Oh, das Sango war. Ich habe jetzt nicht geguckt, was. Das kann was Tolles. Ja, super. Ich habe wieder nicht hingeguckt. Aber ist ja auch egal. Denn wir hauen euch Platz. Und volle Kanne ins Gesicht. Nochmal, ein Merlis sollte reichen für alle. Bams. So. Und tschüss. Sehr gut. Da. Und Erlon ist aufgestiegen. Sehr gut. Sehr gut, wirklich. Erlon hat einiges mehr SH und SP. Ah, ich komme damit nicht klar. Ich blende das sonst immer komplett aus, dass da SH und nicht HP steht und auch nicht MP, sondern SP. Aber jetzt hat es mich gerade auf den falschen Fuß erwischt. Erwitzt. Ey! Oh. Was zum... Mist, ich hätte es gleich wissen müssen. Oh. Oh. Mist. Jetzt bin ich auch noch mit der Frau eingesperrt. Aber, oh mein Gott. Kanama? Nama, Mana? Überraschung. Ah. Oh nein, es war gar nicht Kanama. Ich hätte es wissen müssen. So langsam geht ihr Hühner mir auf die Nerven. Könnt ihr mich nicht endlich zufrieden lassen? Das kann ich leider nicht tun. Dazu bist du mir viel zu wichtig. Du hast dich einfach so ohne meine Erlaubnis weggeschlichen. Das mag ich überhaupt nicht. Ich glaube, dafür muss ich dich jetzt etwas bestrafen. Aber nur etwas. Und weh, willst du mich etwa übers Knie legen und wie ein ungezogenes Kind? Du hast Nerven. Dein respektloser Ton mag ich aber gar nicht. Wie kann man denn nur so unhöflich zu seiner neuen Meisterin sein? Zu seinem neuen Meister sein. Okay. Du? Dass ich nicht lache, würde ich nicht mal werden, wenn du das letzte Individuum Dunglas wärst. Haha.
Wenn das ein Wunsch gewesen sein sollte, kann ich ihn dir jederzeit erfüllen. Und jetzt kommst du gefälligst ohne Zicken wieder mit. Schmink dir das ab! Du hast mich doch nur besiegt, weil ich geschwächt war. Aber dieses Mal ist es nicht so, du wirst sehen. Oh ja, meine Freunde, da die machen wir fertig. Dem kann ich nur schnell Abhilfe schaffen. Na. Oh nein, so ist das also. Ihr macht gemeinsame Sache. Du warst mir schon lange ein Dorn im Auge. Und wenn ich dich schon nicht besiegen kann, werde ich dich eben mit anderen Mitteln erledigen. Bah, schämst du dich denn gar nicht, nach der Pfeife dieser Schlampe da zu tanzen? Ist denn dein Selbstwertgefühl schon so weit gesunken? Ich habe lediglich ein Abkommen getroffen. Es ist mir völlig gleichgültig, welche Maßnahmen dafür nötig sind, sofern es das gleiche Ziel verfolgt. Okay, Zordak alleine wieder. Wir waren letztes Mal um einiges stärker als Zordak. Wir werden jetzt die ähnliche Taktik anwenden. Erstmal Verteidigung aufbauen. Oh ja, der haut ordentlich rein. Okay, und jetzt... Oh Gott, was war nochmal so effektiv? Ich glaube, Kreuz war sehr effektiv gegen Zordak letztes Mal. 163. Okay, wir versuchen nochmal unseren stärksten Angriff, dann Feuersturm. Oh. Der ist stärker. Okay, wir müssen jetzt aufpassen, Ariel. Sicher ist sicher. Ah, ich glaube, 150 ist das Maximum, was er heilen kann. Eruption. Wir probieren doch gerne aus, Freunde. Und komm schon, der Typ kann uns eh nichts. Feuersturm. Wir haben den Kerl einmal platt gemacht, das wird ein weiteres Mal passieren. Oh. Nicht gut. Nicht gut. Okay, weiße Arnika. War das knapp? War das knapp? Nochmal. So, und jetzt wieder zum Angriff übergehen. Na, ah, sehr gutes Timing. Sehr, sehr gutes Timing. Nochmal. Und wir hauen das letzte bisschen raus. Sehr gut. Und jetzt heilen wir uns wieder mit einer roten Arnika. Okay, und jetzt brauchen wir dringend eine Mistel. So. Nicht so gut. Ariel. So, wieder hochladen. Und weiter angreifen. So viel kann der nicht mehr aushalten. So viel kannst du nicht mehr aushalten. Komplett hochheilen. Sehr gut. Und volles Rohr. Volles Rohr. Yes. Ein weiteres Mal gesiegt und wir haben ein Mondamulett bekommen. Du kannst uns gar nichts. Siehst du, jetzt sind wir wieder genau an dem Punkt, wo wir bereits waren. Siehst du jetzt ein, dass du mir nicht davonlaufen kannst? Scheiße! Was soll ich jetzt nur tun? Gar nichts. Du musst mir nur brav folgen. Oh nein, nicht schon wieder. Das hatten wir doch bereits. Ich mesch dagegen. Lass uns in Ruhe. Lass uns in Ruhe. Ja, verdammt. Was ist mit dir? Ein Problem weniger. Und jetzt werde ich mich den wenigen weniger hartnäckigeren Übel widmen. Wieso kann... Ach so, du bist ein Hexer. Ach Mann. Wir sind unter den Felsbrocken durchgesprungen. Wir sind zu spät. Du meinst, diese Möchtegern-Göttin hat sich ihn wirklich geschnappt? Ja, und ich befürchte, wenn wir uns nicht beeilen, wird von der Stadt bald auch nichts mehr übrig bleiben als Schutt und Asche. Verflucht, wir haben jetzt keine Zeit, um deinen Bruder nachzutrauern. Wir müssen auf dem Schnellstweg nach Lysée. Wer auch immer das ist. Oh nein, Mama und Papa sind in Gefahr, schnell! Ach so, der kleine Junge. Warte! Auch das noch, ihm nach! Und wir müssen wieder Babysitter spielen. Moment. Werte checken, jetzt haben wir keinen Heiler mehr dabei. Aber das ist, denke ich, trotzdem in Ordnung. Jawohl. Mach uns Platz, geht uns aus dem Weg! So. Was können wir gegen euch tun?
Ja. Nein! Das da. Und Al, machst du platt. Die Fliegen fallen eher zu Boden, sobald du einmal draufhaust. Komm schon! Komm schon! Bye-bye. Nichts gegen die Drachenpranke. Sehr schön. Wieder schön Zeug zum Verkaufen. Super. Oh mein Gott, was ist hier schon wieder los, Freunde? Wir sind schon wieder gekidnappt worden. Irgendwie passiert mir das jeden zweiten Wochentag, habe ich so das Gefühl. Wie auch immer, wie das weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge von Feuer um Mitternacht. Bis dahin, rock your life, everybody. Cheerio!